Kommen wir zum nächsten Thema. Das iPad Mini ist vorgestellt worden. Tada! Ja, bleib bei iPad. Ja, ist es ein iPad? Ist es das iPad Mini? Du hast schon eine kopiert. Danke dir. Bitte, bitte. Ja, Tesla hat das 8,3 Zoll iPad Mini vorgestellt. Nicht Der Tesla, Tesla. Apple, Entschuldigung. Verdammt, Ja, warte, das Elon. kommt als nächstes. Ja, wahrscheinlich. Und ja, ich weiß jetzt eigentlich nicht, ob man so viel wirklich dazu. Also, das Erste, was haben wir gemacht, um die Speicherausstattung, die Minimalspeicherausstattung ist verdoppelt worden. Also, es gibt jetzt 128 GB im kleinsten Modell. Und Ja, ich glaube. voraussichtlich 8 GB RAM, weil es ja Apple Intelligence fähig sein soll. Also braucht es mindestens Ja. 8 GB RAM. Es war, glaube ich, das Minimal-Update, das es quasi dafür die Sachen erfüllt. Genau, weil beim Chip haben sie schon gespart. Ja. Es ist Core M3, Core M4 oder was auch immer drin. Es ist auch nicht der Chip aus dem aktuellen iPhone drin, sondern der von die Vorjahres-Pros. Der A17. Ich ehrlich gesagt weiß ich sogar gar nicht, ob sich's da, boah, also das iPad Mini ist sowieso so eine schwierige Sache. Ja. Also das ist, weil es hat da keinen wahnsinnig guten Screen im Vergleich zu den anderen drin. Ja, ich sagte, es hat sicher keinen schlechten Na, Screen, es ist, also. es, nein, ich meine im Vergleich zu den anderen. Ja, Also ja. es hat, weil das ist bei 60 Hertz nach wie vor noch. Ja, okay, das ist, glaube ich, ich sehe das iPad Mini, ich sehe das iPad Mini noch mehr als das normale iPad, als reines Medienkonsumgerät. Das schon, aber ich denke mal jetzt, wenn 500 € dafür Das sind ausgibst. 60 Hertz, egal. Ja, aber es wäre schon ganz nett, wenn sie ein bisschen mehr hätten, weil. Ja, ich weiß nicht, was alle mit den 60 Hertz haben. Also ich habe ja am MacBook Pro mehr. Ich finde es ganz nett. Ja, es ist nett, aber ob wenn ich jetzt auf mein 4K-Bildschirm mit 60 Hertz wechsle, ich merke da ehrlich, also ich merke schon einen Unterschied, aber es stört mich nicht. Weniger stört mich nicht. 60 Hertz stören mich nicht. Deswegen ist das bei einem iPad Mini ist es, glaube ich, ist es noch weniger. Ja, ich weiß nicht, ich würde schon ganz nett finden, wenn das einmal mittlerweile kommen wird, weil sonst ist es halt, weil sonst kannst du ein gleich normale iPad da kaufen, da hast du ein bisschen mehr Screen. Ja. Ach, ich weiß nicht. Weil, was ich nicht verstehe, was ist das iPad Mini? Ist das jetzt was einfach, wo ich einen kleinen Screen habe, oder ist das jetzt ein bisschen besser als das normale iPad? Ja. Es passt nicht so wirklich in das Portfolio rein, weil ich habe das iPad Pro, das iPad Air und das iPad, und was ist das iPad Mini dazu? Das iPad Mini ist in meinen Augen das, was man den Kindern gibt, damit die Kinder nicht mehr nerven. Aber dafür, was ist dafür ein extra iPad kaufen? Was sind die Alternativen? Dann kaufe ich gleich das normale iPad, da spare ich mir ja sogar noch was. Naja, stimmt da. Also, ich verstehe das Gerät nicht wirklich. Also, weil leider kleinere Screen, okay. Also, Also, weil wenn ich jetzt. ein Kindle-Ersatz ist es nicht. Dafür Na, ist das ist. es zu ganz zu viel. Und ein Kindle, also ich persönlich nutze ein Kindle, weil er nichts kann außer Bücher anzeigen. Richtig, weil Weil ich nicht abgelenkt werden will. es ist ja das, vor allem es das wenn ich mir jetzt überlege, das iPhone Pro Max hat 6,9 Zoll. Ja. Das iPad Mini hat 8,3. 8, da ist ja fast kein Unterschied mehr. Sicher, das Ja, sind aber viel ist nicht mehr. 6, 7 Zentimeter in der Ja, Diagonale. aber wenn man jetzt denkt, boah, für das, wie, weißt du, da denke ich mir, da ist ja der Unterschied nicht so groß, dass ich jetzt sage, ich brauche ein Drittgerät.
Das ist 7,5 Zentimeter ungefähr wohl. Ja, Ja, na, das aber nicht. also, aber da denke ich mir, pfah, das ist, irgendwie macht das Ding keinen Sinn. Wo für mich das Ding Sinn macht, ist so als das Tablet, das was im Haus rumschwirrt, wo du deine Home Assistant und so weiter drauf hast, aber dafür ist es zu teuer. Einfach als das ein, Weil einfach für so richtig. ein Home Automation Eingabetool ist es zu teuer. Na, weil da kaufe ich mir jetzt blöd gesagt, da kaufst du Du einen kannst ein Android-Tablet kaufen, ein billiges. A, kannst du ein Android-Tablet kaufen, B, kannst du irgendein Alexa-Gerät kaufen mit einem Display. Ja, wenn du die nicht ganz Amazon ausliefern willst, dann kaufst du halt ein Ja, Android-Gerät. Dann lieferst du das Google ist aus. ja Ja. wurscht. Das macht null Sinn. Ja. Also ich verstehe das Gerät nicht. Es passt irgendwie nicht zum Rest dazu. Na, ja, ich finde es auch schwierig. Ich meine, ich finde iPad schon ein schwieriges Thema, weil ich Ich weiß weiß. nicht, für was ich es ja wirklich brauche. Haben Sie das schon irgendwo? iPad 7. Generation, Einstiegspreis in Österreich 600 Euro. Fürs Mac Mini? iPad Mini. Das iPad, das iMac Mini. Ja, und das ist es, 600 €, da kriegst du es eher. Ja, und wenn ihr da jetzt einfach das iPad 10 kaufst, ist normale. Okay, nehmen wir es eher. Das ist normale iPad 10, hat ein A14 drin. Das ist schon ein bisschen angestaubt. Nehmen wir mal iPad Air. Ja, aber das wird da irgendwann abgedatet werden und iPad dann hat Air es es drin. 6. Generation. Einstiegspreis 649 Euro, ja. Und deshalb, für was soll ich mir da das Mini kaufen noch? Da gibt es ja nur den Grund, ich will das kleinere Display haben, aber. Ja, wenn ich unbedingt das kleinere Display haben will, dann ist ja als günstiges, sehr günstig im Gegenteil, als kleines Medienkonsumgerät kann ich mir das vorstellen, wenn ich sage, mir sind die 500 Gramm vom iPad Air zu viel. Ich kann mit den 290 Gramm vom iPad Mini besser umgehen, dann ja. Aber rein aus dem technischen Aspekt, die reinen technischen Aspekte sprechen absolut gegen das Mini bei dem Preis. Genau, also das ist der Punkt. Es gibt nur ein Argument und für das finde ich, das ist schon sehr nischig. Also jetzt sind iPads an sich schon nischig. Ja, finde ich ja. Ich meine, okay, ich bin wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe Ja, dafür, na eh. aber Und trotzdem, ich genau finde das. deswegen ist es auch nie shit, weil gerade du nicht die Zielgruppe bist. Du könntest, wenn es gut gemacht wäre, wärst du es. Ich sag mal so, ich wär's gern, dafür fällt da Viel. es fällt da richtig Betrieb, ein richtiges Betriebssystem einmal drauf. Ist richtig. Na, Betriebssystem. Sage ich nicht, das Einzige, was fehlt, ist ein Window-Management, ein richtiges. Ja, das ist sowieso eine Ja. Sache, ja, das ist ein Hauptproblem. Was man aber sagen muss, die NPU im iPad Mini ist doppelt so schnell wie im Air. Ja klar, das ist ja ein neuerer Chip. Ja. Im Air ist ein M2 drin. Hat 16 TOPS mit der NPU, mit der 16-kernigen, und im iPad Mini hat sie 35 TOPS. Das ist schon. Ja, ich meine, das ist eben in Europa, da wären auch irrelevant, weil du keine Apple Intelligence kriegst im Moment. Du kannst ja Stable Diffusion und so weiter drauflaufen lassen. Das kannst du, ja, okay, Ja. das geht, aber das war's dann Aber auch. dafür kaufen wir auch kein 600 € Tablet. Also da gibt es Das günstigere Möglichkeiten. ist ja das Nächste. Ja. Gut. Ja. Schwierig. Ja, es gibt ein neues iPad. Das ist es so ungefähr, Das ja. ist es im Großen und Ganzen, ja.